Destiny 2 Forsaken, Destiny 2 Shadowkeep, Destiny 2 Witch Queen, Destiny 2 Beyond Light, Destiny 2 Vanilla? Egal. Lightfall! In the end. Die nächste große Erweiterung erreicht Destiny 2. Die Witch Queens und Shadow Keeps sind Vergangenheit und es ist Zeit für Lightfall. Warum das nicht nur Destiny-Veteranen, sondern vor allem auch Neueinsteiger interessieren sollte, will ich euch heute erzählen. Denn ich selbst habe Destiny 2 seit Release nicht mehr angefasst. Und ich bin gehypt. Was ihr wissen müsst, was nicht so wichtig ist und was mich so richtig heiß gemacht hat, gehen wir zusammen durch. Destiny 2 erschien vor 5 Jahren. So oder so schon eine lange Zeit, aber in Videospieljahren eine absolute Ewigkeit. Vor allem, wenn es sich um Live-Service-Spiele handelt. Also Spiele, die davon leben, regelmäßig neuen Content zu veröffentlichen, alten zu streichen und Mechaniken zu ändern. Und das gleiche ist bei Destiny 2 passiert. Von der Vanilla-Version, also der Ursprungsfassung und Geschichte, ist tatsächlich nichts mehr übrig. Die Ursprungserfahrung, die ich persönlich zum Release gemacht habe, gibt es in dieser Form gar nicht mehr. Das kann man doof finden, klar. Aber es ist der Preis, den Destiny 2 für eine dynamische MMO-Geschichte zahlen musste. Ähnlich verhält es sich ja beim MMO-Flaggschiff World of Warcraft. Diesen vermeintlichen Nachteil des verpassten Contents kann und sollte man vielleicht als Vorteil auslegen. Ihr müsst nicht mehr gigantische Portionen Content nachholen, die für die aktuelle Geschichte und das aktuelle Powerlevel nicht mehr relevant sind. Und wie ich bereits sagte, habe ich Destiny 2 zum Release gespielt, ja, sogar durchgespielt. Danach habe ich es aber ruhen lassen. Von den nachfolgenden Erweiterungen habe ich gehört, aber sie nie gespielt, im Gegensatz zu meinem Bruder. Und da ich jetzt Lust hatte, mit Lightfall wieder einzusteigen, nehme ich euch mit auf meine Reise, um zu verstehen, was ich vor Lightfall alles wissen muss. Also, kurze Nachricht an meinen Bruder und shit. Also muss ich wohl alleine meine wenig verlässlichen Erinnerungen an das Hauptspiel und wildes Herumgeklicke im Destiny-Wiki beanspruchen. Yay. Also machen wir einen kurzen Crashkurs zur Geschichte von Destiny 2, die für Lightfall wichtig ist. Wie gesagt, vielleicht sind das nicht die akkuratesten Infos aller Zeiten. Das da ist der Reisende. Der große weiße Ball da. Klingt komisch, ist aber so. Naja, der sorgt dafür, dass Gesellschaften in seiner Gegenwart aufblühen. Wie? Mit Licht. Oder so. Naja, dann kam die Dunkelheit. Und die wollte dann auch die Erde angreifen. Aber anstatt Geschichte zu wiederholen und zu sagen, I must go, my new people need me, hat er sich gesagt, I must stay, my humans need me. Und hat die Angriffe der Dunkelheit abgewehrt. Bis hierhin schon mal nett. Die Erde hat trotzdem auf den Deckel bekommen, aber zumindest überlebt. Auf jeden Fall ist es das Licht vom besagten Reisenden, die euch eure Kräfte verleiht. Und in Destiny 2 wurde der Reisende dann irgendwie von diesem Kabal, so nennt sich dieser Alienriese, angegriffen und dieser Oberfiesling musste besiegt werden. Haben wir geschafft? Alle sind happy? Nice. Danach erschienen die ganzen Addons. Da passierte viel spannender Stuff, der aber für uns nicht wirklich wichtig ist. Das Wichtigste, der Kabalfiesling ist der Nachfolger von diesem Kabalfiesling. Naja. Und der hat so ein bisschen einen Deal mit der Dunkelheit. Also hört der vor allem auf den hier, der sogenannte Zeuge. Der ist quasi die materialisierte Verbildlichung der Dunkelheit und hat unserem neuen alten Kabalfiesling, Carlos, so ein paar Dunkelheitssachen ins Ohr geflüstert. Also ist Carlos jetzt der Schüler von dem Zeugen und greift mit ihm zusammen Neomuna, eine Stadt auf dem Neptun, an. Das wollen wir natürlich verhindern, weil, naja, die sind halt böse. Da muss es ja nicht immer so kompliziert sein. Und während Destiny 2 Fans jetzt gerade wütend in die Kommentare schreiben, an wie vielen Stellen ich hier Quatsch erzählt habe, verrate ich den Unwissenden, was uns auf Gameplay-Ebene so in Destiny 2 erwartet. Und das ist wirklich krass. Was kann Lightfall denn jetzt, was die anderen Erweiterungen nicht hatten? Das ist hauptsächlich dieses grüne Zeug hier. Das nennt sich Strang und ist eine neue Kraft, derer sich die Hüter bedienen können. Und die ist in ihrer Beschreibung schon erschreckend nah an der Macht aus Star Wars.
Strang durchströmt dich, wie er alles durchströmt. Und genau wie bei der Sternensage ist Strang höchst vielseitig einsetzbar. Genau hängt dabei von den einzelnen Klassen ab. Die telekinetischen Warlocks werden mit Hilfe des Strangs zu Puppenspielern. Sie nutzen Strang scheinbar, um breite Projektilangriffe zu starten und eigene Minions zu kontrollieren. Die sehen zwar teilweise aus wie kleine Spinnen und auch der offizielle Name Sprossweber deutet auf eine achtbeinige Referenz hin, aber ich als Arachnophobe habe mich entschieden, das hier getrost zu ignorieren. Deswegen fokussiere ich mich eher darauf, dass hier also eine klassische Minion-Masterklasse auf uns wartet, die vor allem mit kleinen Helferchen den Gegnern so richtig einheizen will. Und auch die neue Unterklasse des Jägers, der Fadenläufer, gibt mir, zumindest beim Namen, Flashbacks von der Lichtsteinbucht Zeldora aus Dark Souls 2. Und so langsam habe ich echt genug davon. Wenigstens sieht die Klasse gameplay-technisch höchst spannend aus. Die hat ihre Stärken vor allem darin, schnell von A nach B zu kommen und sich über die Schlachtfelder zu darten. Den Abschluss macht der Berserker, die neue Subclass vom Titan. Und so leid es mir tut, ja, der Name triggert wenigstens nicht die Bloodborne-Version von Patches bei mir, hat aber den Nachteil, dass sie spielerisch am wenigsten spannend wirkt. Der Berserker ist halt ein Tank-and-Damage-Dealer. Er kassiert also viel Schaden, steckt den weg und haut mit Hilfe des Strangs einzelne mächtige Angriffe raus. Das ist cool und wird sicherlich seine Fans haben, haut mich aber nicht so um. Ich bin da eher beim Puppenspieler. Und ja, den nennen wir jetzt so. Und den schnell von A nach B Data. Okay, da muss ich mir noch was überlegen, was griffiger klingt. Doch die reinen Klassen sind nicht alles, was der Strang mit sich bringt. Und hier wird es richtig spannend. Destiny 2 Ghost Spider-Man. Mithilfe des neuen Greifhakens sind die Hüter in Lightfall deutlich dynamischer und vertikaler unterwegs. Erkundung, Positionierung und Strategie haben eine neue Ebene erreicht. Kleine Dämpfer sind dabei, nämlich dass die Greifhaken einen Cooldown haben und Hüter zwischen ihn und Granaten entscheiden müssen. Aber nach all dem bleibt trotzdem Spider-Man-Movement in einem Shooter. Und wenn uns Titanfall was gelernt hat, dann dass ein geiles Movement einen guten Shooter brillant machen kann. Neben den neuen Klassen und den Strangmechaniken hat man auch das Rangsystem vereinfacht und klarer für Neueinsteiger gemacht. Obendrauf gibt es dann auch noch die Möglichkeit, sich mehrere Loadouts festzulegen, zwischen denen man schnell hin und her wechseln kann. Das ermöglicht das Anpassen auf verschiedene Situationen und Ausprobieren mehrerer Spielstile. Oder in kurz, weniger Zeit im Menüs, mehr Zeit fürs Ballern. Perfekt. Damit wir auch bei mehr Zeit zum Ballern bleiben, fasse ich mich bei dem Ausblick auf das Szenario kurz, auch weil wir bisher kaum etwas Definitives wissen. Aber so wissen wir, dass die Dunkelheit die Stadt Neomuna auf den Neptun angreift. Warum? Das wissen wir nicht so genau. Aber wenn der Zeuge und sein neuer Handlanger dahin wollen, kann es nicht so unwichtig sein. Neomuna ist eine der wenigen Städte und Gegenden, die wir in ihrer Blütezeit erleben. Bisher waren Destiny-Maps durchgehend postapokalyptisch oder verfallen. Neomuna ist da eine willkommene Abwechslung. Nicht zuletzt durch den farbenfrohen Neon-Cyberpunk-Look der Stadt. Eine komplett neue Farbpalette für Destiny. Gebündelt mit den neongrünen Strang-Effekten ergibt sich ein wirklich stimmiges optisches Gesamtbild, das unseren Kampf gegen die von der Dunkelheit unterstützten Kabal die Opulenz gibt, den er verdient. Denn Lightfall ist die letzte Erweiterung, bevor es mit The Final Shape endgültig ein erzählerisches Ende findet. Lightfall ist also Destiny Infinity War. Und wenn man diese Epik oder vielleicht auch Tragik einfängt, bin ich on board. Ich hab auf jeden Fall Bock. Bock auf Lightfall. Dark